Mittlerweile gibt es einen Haufen an Zeug für Merchandise-Sammler von Videospielen. Aber was sollte man unbedingt im Regal stehen haben? Das zeige ich euch jetzt in meiner ganz persönlichen Top 5 der coolsten Merchandise-Produkte aller Zeiten. Ein verrücktes Spiel? Check. Verrückte Protagonistin? Check. Geiles Merchandise? Double check. Sega bringt im Jahre 2010 das Hack and Slay Bayonetta auf den Markt. Und damit auch eines der besten Merchandise-Artikel, die es jemals gab. Und zwar gab es in den Collector-Editionen von Bayonetta ein exaktes Replika einer der beiden Pistolen von Bayonetta selbst. Abgesehen von einem wunderschönen Design kam mit der Waffe auch noch ein sehr abstrakter Ständer hinzu. Damit stand dem Parken im Gamer-Regal nichts mehr im Wege. Gekostet hat das Ganze damals ungefähr 120 US-Dollar. Mittlerweile ist sie gebraucht für ungefähr 330 US-Dollar zu haben. Also ein teurer Spaß. Dead Space 2. Ein Haufen gruseliger Aliens, Jumpscares und vieles mehr. Dein einziger Freund? Der Plasma-Cutter. Und genau dieser bekommt Platz 4 in meiner Toplist. Auf der Seite epicweapons.com gibt es Isaac Clarks Plasma-Cutter zum Bestaunen. Ein Replika in Originalgröße, in Handarbeit zusammengesetzt. Ein absolutes Muss in jedem Gamer-Regal. Leider schlägt der Plasma-Cutter mit satten 269 US-Dollar zu Buche. Ein satter Preis, ist aber dennoch für richtige Dead Space-Fans ein absolutes Muss. Keine andere Mütze hat die Gamer bisher so zum Ausrasten gebracht wie die Riot Games Teemo-Mütze. Jeder will und wollte sie haben. Immer noch wird sie auf Events wie der Gamescom ein Objekt der Begierde. Auf der League of Legends Merchandise-Herstellerseite Jinx ist sie so gut wie immer ausverkauft. Der kleine Held mit der grünen Mütze geht damit auf Platz 3 meiner Merchandise-Geschichte ein. Welcher Portal-Fan kennt es nicht? Ihr prügelt euch gerade wieder mit GLaDOS und plötzlich kommt euch ein Gedanke in den Kopf. Wie schön wäre es doch, eine eigene Portal-Gun zu besitzen. Valve hat 3 Portal-Guns in Originalgröße auf den Markt gebracht. Einmal die Standard-Portal-Gun von Shell und die beiden Roboter Atlas und Peabody, die auf nur 5000 Stück limitiert wurden und sofort nach Verkaufsbeginn ausverkauft waren. Jeder Portal-Fan geiert diesen Dingern hinterher. Und ich sage euch, ich kann's verstehen. Denn die Portal Gun ist definitiv mehr als ein verdienter Platz 2. Was kann aber nun auf Platz 1 meiner Toplist sein und die Portal Guns noch übertreffen, fragt ihr euch? Nun, es war eine schwere Entscheidung. Allerdings gibt es für diesen Merchandise-Artikel einfach keine andere Möglichkeit, als ihn auf Platz 1 zu setzen. Seit Juli 2003 und dem Warcraft 3 Addon Frozen Throne wissen wir über Prinz Arthas, den Lichtkönig und sein verfluchtes Schwert Frostmourne Bescheid. Ab November 2008 wurde durch War of the Lich King die ganze Geschichte um Frostmourne wieder aufgewühlt. Und der Lichtkönig kam wieder zurück. Um dieses Schwert drehen sich also eine Menge an Geschichten, Legenden und Mythen in der Gaming-Geschichte. Wenn ihr in den Genuss kommen möchtet, dieses Schwert selbst euer eigen nennen zu dürfen, gibt es dank Blizzard und EpicWeapons.com die Möglichkeit dazu. Mit einer Länge von ungefähr 1,20 Meter, einem Preis von 429 US-Dollar und einem unglaublichen Detailreichtum wohl das beeindruckendste Stück der Videospiel-Merchandise-Geschichte. Das waren meine Top 5 der Videospiel-Merchandise-Artikel. Habt ihr noch andere Artikel, die man unbedingt im Regal stehen haben muss? Dann rein damit in die Kommentare! Sollte euch dieses Video gefallen haben, dann lasst es mich über einen Daumen nach oben wissen. Denn dann weiß ich auch, dass euch diese Serie gefällt und ihr unterstützt mich gleichzeitig damit. Ist doch eine tolle Möglichkeit. Ich bedanke mich bei euch schon mal fürs Zugucken und fürs mit dabei sein. Bis zur nächsten Toplist. Euer Smokey. Bye bye.